Wichtige Erfahrungen mit LR Aloe Vera. Wenn du Teampartner bei LR Health and Beauty Systems bist und ja, LR Aloe Vera verkaufen möchtest auf Facebook und auf Instagram, ist dieses Video genau richtig. Und zwar, es gibt ein neues Wortmarken-Update. Achtung! Das bedeutet, LR oder LR Aloe Vera, auch den Drinking Gel, darfst du auf Instagram und auf Facebook nicht erwähnen, sonst erkennt der Algorithmus das und stuft dich zurück. Das heißt, du kommst in den sogenannten Facebook-Jail, deine Reichweite wird massiv nach unten gedrosselt und ja, darum braucht es ein neues Konzept. Ich habe für dich Ideen mitgebracht, ich habe einige Posting-Ideen, speziell für LR Aloe Vera, lass uns gleich starten und am besten schreibst du mit. Ja? Steigere deine Energie, schärfe deine Nerven und stärke dein Immunsystem. Und das ist der Posting-Titel, das ist der sogenannte Hook und wir nehmen immer das Konzept mit 3 zu 1. Das heißt, ich stelle dir jetzt einige Posting-Titel vor. Was bedeutet 3 zu 1? Wie in diesem Posting geben wir 3 Tipps. Ich erkläre das gleich. 3 Tipps. Und wir sagen dann, der vierte Tipp, das ist wirklich der Tipp, der mir am meisten hilft, mein Immunsystem zu stärken. Was wirklich meine Nerven stärkt, auch nach langwierigen Meetings und wenn mein Kopf K.O. ist. Und das ist der vierte Tipp. Und den bekommst du, ja, wenn du dich meldest, wenn du dir meine Nachricht schreibst. Also wir machen immer 3 plus 1. Wichtig ist, dass wir aber wirklich Tipps geben, in dem Fall für Energie, für die Schärfe, die Nerven stärken und das Immunsystem, die jetzt nichts mit LR Aloe Vera zu tun haben. Reden ein bisschen Blödsinn zusammen. Und dabei geht es wirklich darum, dass wir Mehrwerttipps geben. Das ist die Basis von dem Konzept. Das heißt, wenn wir es nicht schaffen, dass wir richtig gute Tipps geben, dann wird die Person uns auch nicht vertrauen und dann sagen, na gut, dann hole ich mir den vierten Tipp, weil die 3 waren ja eh schon allseits bekannt. Wie machen wir das? Wie stellen wir das an? Wir gehen einfach auf Google, ich mache das gleich mal. Und wir wollen jetzt einfach 3 Tipps zum Thema Nervenstärken-Tipps geben wir auf Google ein. Und da kommen dann 10 Tipps bei schwachen Nerven. Ja, also das ist genau das, was wir suchen. Wir nehmen diese Postings als Inspiration, das heißt, wir haben da zum Beispiel einen Tipp, der heißt den Körper spüren. Ja? Bewegen bringt Segen. Gefällt mir zum Beispiel sehr, sehr gut. Könnten wir einen Tipp nehmen. Oder die Nerven mit Nahrung versorgen. Zur Ruhe kommen. Auslöser kennen. Und auf einmal jetzt, vielleicht kommen dir schon Ideen, wo du sagst, na gut, aus meiner eigenen Erfahrung kann ich das mit reingeben. Wichtig ist, bei dem Posting selbst, schreibe immer von deiner eigenen Erfahrung. Schreibe nicht die 3 besten Tipps, das macht dich angreifbar, sondern schreib, meine Erfahrung ist. Dann kann niemand was sagen. Gib diese 3 Tipps und der vierte, das ist wirklich die Geheimwaffe, die bekommt man, wenn man dir eine Nachricht schreibt. So einfach ist das. Und jetzt gebe ich dir noch weitere Posting-Ideen mit. Die zweite Posting-Idee, um LR, Aloe Vera, zu verkaufen ist, hättest du gedacht, dass es ein einfaches Mittel gibt, das deinen Energiestoffwechsel, dein Nervensystem und dein Immunsystem unterstützt. Wir haben jetzt hier sehr stark schon einen Fokus in Richtung LR Aloe Vera, aber wir erwähnen das Produkt nicht wegen dem Wortmarken-Update. Und bevor wir dieses Mittel sozusagen zeigen, sage ich dir gleich was zu, machen wir wieder die Tipps. Also wir gehen wieder auf Google, holen uns Tipps zum Beispiel, wie kann man den Energiestoffwechsel ankurbeln. Und dann sagen wir, dieses Mittel, das darf ich auf Facebook und auf Instagram, wo auch, auf welcher Plattform du auch immer bist, nicht zeigen, weil es mir, weil Facebook das nicht will. Und wenn du aber das kennenlernen möchtest, dann schreib mir eine kurze Nachricht. Fertig! Und du bekommst jeden Tag als LR-Teampartner viele neue Leute, die sich bei dir melden. Bevor ich zu den nächsten Posting-Vorschlägen komme, möchte ich dir meine Community vorstellen. Knapp 20.000 Networker sind dabei, viele von LR. Dort solltest du aber nur reinkommen, wenn du nicht mit der Namensliste arbeiten möchtest. Wenn du keine Homepartys machen möchtest und du sagst, okay, ich möchte das eigentlich nur online aufbauen, ich möchte Aloe Vera verkaufen bei LR, ich möchte andere Produkte verkaufen und ich bin in einem anderen Network, dann bist du dort richtig. Ich habe im 7. Monat 210.000 Monatsumsatz gemacht, nur mit Facebook im Network Marketing und ich zeige dir in meiner Gruppe, wie ich das gemacht habe, wie das geht, Tipps und Tricks und ja, jeden Tag bekommst du neue Inputs. Unterhalb von diesem Video findest du den Zugang zu dieser Community. Gut, Posting-Tipp Nummer 3, um LR Aloe Vera zu verkaufen. Kannst du dir vorstellen, wie viel besser du dich fühlen könntest, wenn du deinem Körper genau das gibst, was er braucht? Und verpasse nicht die Chance, etwas Großartiges für dich zu entdecken.
Ich weiß, es ist ein bisschen, es klingt ein bisschen reißerisch, aber man kann das mal probieren, weil es gibt zum Beispiel auch Menschen, die auf das sehr, sehr gut reagieren. Nächster Posting-Vorschlag für LA Aloe Vera. Bist du bereit, den nächsten Schritt für dein Wohlbefinden zu gehen? Lass dich überraschen, wie du den Energiestoffwechsel in Schwung bringen kannst. Du siehst schon, es geht nicht darum, eben das Produkt in den Fokus zu stellen, sondern Tipps. Es ist ganz, ganz einfach. Wenn wir Tipps geben, dann reagieren die Menschen positiv. Das heißt, sie lesen das Posting. Wenn sie das Posting lesen, ist das ein sehr, sehr gutes Zeichen für den Facebook-Algorithmus. Der Facebook-Algorithmus nimmt ein Posting und zeigt es anderen Menschen, die sich auch dafür interessieren. Und so bekommst du eine wahnsinnig große Reichweite, aber mit dem Vorteil, dass du nicht in dieses Wortmarken-Update reinfällst und dass du wirklich hier dann viele, viele Anfragen bekommst. Also wenn du das regelmäßig machst, wenn du es gut machst, egal ob Textposting, egal ob Real Story oder was auch immer, dann funktioniert das. Posting-Idee Nummer 5, auf der Suche nach natürlicher Unterstützung für deinen Körper, Fragezeichen. Fragen funktionieren sehr, sehr gut, weil Menschen hier antworten wollen. Und so kannst du dich rundum vital und gestärkt fühlen. Wieder diese Tipps geben. Nummer 6, für LA Aloe Vera. Brauchst du einen Energieschub? Möchtest du dein Nervensystem stärken und dein Immunsystem unterstützen? Ich habe für dich 3 Lösungen. Nummer 7. Kannst du spüren, wie dein Körper nach einem natürlichen Boost verlangt? Ich zeige dir, welcher das ist. Nummer 8. Fühlst du dich manchmal ausgelaugt und gestresst? Dein Körper verdient die beste Unterstützung. Finde heraus, wie du ihn mit einem kleinen, aber wirkungsvollen Helferchen in Topform bringst. Nummer 9. Möchtest du die volle Kontrolle über deine Energie, Nerven und Immunabwehr haben? Dann habe ich das fehlende Puzzleteil für dich. Und dann gibst du die Tipps wieder 3 plus 1 und so weiter. Ich gebe dir gleich die nächsten Tipps, möchte nochmal erinnern an die Community. Und Nummer 10, was, wenn ich dir sage, dass es ein einfaches Geheimnis gibt, um deine Energie zu steigern, dein Nervensystem zu unterstützen und dein Immunsystem zu stärken. Nummer 11, du verdienst es, dich in deinem Körper rundum wohl zu fühlen. Entdecke die erstaunliche Wirkung einer bestimmten Substanz, die einen Boost verleiht. Und da gehen wir eigentlich auf das Thema Aloe Vera. Wir sagen es aber nicht, auch Aloe Vera sagen wir nicht, sondern wir wollen hier mit dem FOMO-Effekt arbeiten. FOMO, Fear of Missing Out, die Angst, etwas zu verpassen. Ja, wenn du noch tiefer eintauchen möchtest, wie du bei LR erfolgreich sein kannst ohne Namensliste, komm in die Community. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen mit diesen Impulsen für LR Aloe Vera. Und ja, sag danke und wünsche dir alles, alles Gute. Rocky, dann Willi, bye bye.